بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr verehrten Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala nach einer einwöchigen Pause, wir hatten letzte Woche einen Gastreferenten gehabt, wollen wir inshallah ta'ala Surat al-Ma'arij abschließen. Und wir hatten bisher zwei oder drei Einheiten gehabt zu Surat al-Ma'arij und sind jetzt am letzten Teil angelangt. Und Surat al-Ma'arij ist, wie wir gelernt haben, eine rein mekkanische Sura. Eine Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala über ein sehr wichtiges Thema spricht. Und zwar darüber, dass der Ba'ath, das heißt, die Auferstehung in jedem Fall stattfinden wird. Und diese Sura, die wir gelernt haben, beginnt damit, dass Allah Ta'ala über einen Mann spricht, wahrscheinlich war es Al-Nadr ibn al-Harith gewesen, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie es auch schon viele andere getan haben, herausfordern wollte. Nämlich mit einer Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Ein Fragender hat nach einer eintreffenden Strafe gefragt, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet hat, dass diese Strafe eintreten wird. Und daraufhin dann auch aufgezeigt, wann diese Strafe eintreten wird. Und wir haben uns ausführlich mit diesen Versen beschäftigt. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hierüber sprach und aufgezeigt hat, dass und wann die Strafe eintreffen wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala dann auf die Eigenschaften des Menschen eingegangen. Inna al-insana khuliqa halu'a. Idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a. Der Mensch, er wurde erschaffen in einer Art und Weise, dass er schnell zürnt, schnell unzufrieden wird, schnell traurig wird. Wenn ihm Schlechtes zustößt, idha massahu ash-sharru jazu'a, dann ist er unzufrieden, jammert er herum. Aber wenn er Gutes bekommt, dann hält er zu, um sich bereit zu geben. Und nach dieser Überleitung ist Allah Ta'ala eingegangen auf die Eigenschaften der Muslimin, der Betenden. Wir haben uns ausführlich mit diesen Eigenschaften beschäftigt gehabt und aufgezeigt gehabt, dass das Gebet aus einem Menschen genau das machen soll, wie es Allah subhanahu wa ta'ala dann aufgezählt hat in dieser Sura. Und Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er all diese schönen Eigenschaften über die Betenden aufgezählt hat, zeigt er auf, dass diese Menschen, die über diese Eigenschaften verfügen, sich im Paradies befinden werden. Ula'ika fi jannatin mukramun. Jene werden sich in Gärten befinden und darum geehrt. Das ist also der Weg zum Paradies. Wer das Paradies möchte, muss sich einfach nur diese Eigenschaften aneignen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Muslim immer wieder im Koran nachschaut, welche Eigenschaften Allah Ta'ala den Gläubigen zuschreibt. Ich habe einen schönen Vortrag gehört, wo der Scheich Leute angesprochen hat, welche anfangen nach Wissen zu streben. Und er hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, das wahre Wissen, das Wissen, was dich wirklich weiterbringt in deinem Leben, ist genau jenes Wissen, durch das du erfährst, wie du Allah subhanahu wa ta'ala nähern musst. Dass du dich damit beschäftigst, wie sehen eigentlich die Eigenschaften der Gläubigen aus dem Koran? Wie beschreibt denn Allah ta'ala die Gläubigen? Und dass ich versuche, genau das in meinem Leben umzusetzen. Ich muss gar nicht mal wirklich tiefgründiges Wissen haben über den Koran, über die Sunna. Nein,
wenn ich einfach nur das wissen würde und umsetzen würde in meinem Leben. Die Eigenschaften der Gläubigen im Koran. Und dann auf der anderen Seite die Eigenschaften der Ungläubigen und der Heuchler und der Sünder im Koran. Und die Eigenschaften der Gläubigen in meinem Leben implementieren würde, umsetzen würde, praktizieren würde und mich vor den anderen schlechten Eigenschaften fernhalten würde, dann hätte ich schon genügend Wissen, um das Paradies zu betreten. Ja, dann würde ich nicht nur einfach oberflächliches Wissen haben, ich würde wirklich tiefgründiges Wissen haben, nützliches Wissen, was mich weiterbringt. Weil das ist das, was am Ende zum Paradies führt. Ulaika fi jannatin ukram. Jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Bis hierhin sind wir gekommen. Das ist die Ayah Nummer 35. Nein, die Ayah Nummer 34 von Surat al-Ma'arij. Und wir machen jetzt weiter, inshallah ta'ala, mit den restlichen Ayah dieser Surah. Wir haben jetzt nochmal diesen Aufbau der Surah durchgearbeitet. Und jetzt gibt es einen schönen Abschluss dieser Surah, wo Allah Ta'ala noch einmal auf die Ungläubigen zu sprechen kommt. Jene Ungläubigen, über die am Anfang gesprochen wird, wie an Mubarak al-Hajj, die einfach nur zum Propheten kommen, sallallahu alaihi wa sallam, nicht um von ihm zu profitieren, sondern um sich über ihn lustig zu machen. Er bittet Allah um eine Strafe, nicht weil er Angst vor der Strafe hätte, nein, sondern weil er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herausfordern möchte. Er verspottet den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er will nicht die Wahrheit. Nein, sondern er will einfach nur mit ihm debattieren, sich über ihn lustig machen. Und jetzt geht Allah Ta'ala am Ende des Surah noch genau auf diese Menschen ein. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen? Vers 70. 36, Vers Nummer 36 von Surah 70, Surah Al-Ma'arij. Allah Ta'ala hat über die Gläubigen gesprochen und jetzt geht er noch einmal auf die Ungläubigen ein. Und er sagt in einer Art rhetorischen Frage, es ist eine rhetorische Frage, es ist keine wirkliche Frage, es ist eine rhetorische Frage. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen? Sehr interessant. Allah Ta'ala hat am Anfang des Surah darüber gesprochen, dass ein Fragender zu Propheten kommt. Und jetzt zeigt er auf, dass es nicht nur einen Fragenden gab, den er immer noch hat, sondern dass es viele Menschen dieser Art gab, welche immer wieder zum Propheten gekommen sind, nicht um von ihm etwas zu lernen, nicht um mit ihm zu diskutieren, um zur Wahrheit zu gelangen, zur Wahrheitsfindung, sondern einfach nur, um ihn herauszufordern. Und es ist sehr interessant, welches Verb hier Allah subhanahu wa ta'ala nutzt, oder welches Wort. Und zwar, Allah ta'ala, er sagt, muhti'in. Dieses muhti'in kommt dreimal im Koran vor. Dreimal im Koran vor. Es kommt noch einmal vor in Surah Al-Qamar, muhti'ina ila da'. Und es kommt noch einmal vor, ja, sozusagen, genau, noch einmal in Surah Ibrahim, مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى. Was heißt dieses مُهْطِعِينَ? مُهْطِعِينَ kommt von أَهْطَعَ. Von الْإِهْطَعَ. Was ist الْإِهْطَعَ? Die Gelehrten haben gesagt, الْإِهْطَعَ هو السير بسرعة مع مد العنق واتجاه البصر نحو شيء معين. إِهْطَعَ bedeutet, dass ich mich schnell einer Sache zuwende, dabei meinen Hals ausstrecke und mein Blick auf eine Sache fokussiert ist. Ich habe also ein klares Ziel vor Augen. Ich beabsichtige etwas mit meinem Werdegang zu einem bestimmten Ort. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier jetzt an dieser Stelle, dass diejenigen, die sich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben, ein klares Ziel und eine klare Absicht haben. Und zwar ihre Absicht ist es gewesen, die Menschen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam abzuhalten. Ihre Absicht ist es gewesen, ihn schlecht zu machen. Und dementsprechend haben sie die Hidayah nicht gefunden. Jemand, der mit solch einer Absicht an eine Sache herangeht, der wird den Weg, den wahren Weg,
den Weg der Rechtfertigung nicht finden, weil seine Absicht von vornherein schlecht ist. Wenn ich von vornherein die Wahrheit ablehnen möchte und nicht bereit bin, etwas zu befolgen, dann können noch so viele Argumente kommen. Ich werde es nicht befolgen. Und deswegen, wenn du eine Talkshow hast im Fernsehen, in einer Talkshow geht es nicht darum, ja, die Wahrheit aufzuzeigen oder zur Wahrheit zu kommen, sondern es geht einfach nur darum zu debattieren, den anderen niederzumachen. Die Menschen, die dorthin gehen, gehen nicht dorthin, weil sie bereit sind, eventuell von ihrer Position abzulassen, sondern sie gehen dorthin, weil sie ihre Position klar machen wollen, egal was ist. Und egal auf welchen Kosten. Und deswegen, wie gesagt, der Moderator, der macht es ja auch extra so, damit man sich streitet. Ja? Und es geht eigentlich überhaupt nicht wirklich darum, zur Wahrheit zu gelangen. Und diese Ungläubigen, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kamen, sie gingen auf ihn zu, genau mit dieser Absicht, ihn fertig zu machen, ihn niederzumachen, sich über ihn lustig zu machen. Und deswegen Allah Ta'ala, er erwähnt zuerst Qibalaka vor den Muhtu'in. Qibalaka in deine Richtung. Um nochmal aufzuzeigen, sie kommen extra direkt in deine Richtung. Nicht zufällig, sondern sie kommen auf dich zu, um dich genau niederzumachen. Und daraus können wir sehr, sehr viel lernen. Und zwar, zunächst erst einmal, was wir daraus lernen können, ist, dass ich als Muslim immer aufrichtig und offen sein sollte für die Wahrheit. Es sollte mir immer um die Wahrheit gehen. Es sollte mir nie darum gehen, meine Position durchzubringen. Weil ich kann eventuell auch falsch liegen. Imam Schäferi, er hat mit Leuten diskutiert. Und nach der Diskussion hat er dann zu ihnen gesagt, meine Meinung ist richtig, könnte aber falsch sein. Und deine Meinung ist falsch, aber könnte richtig sein. Schaut mal diese Einstellung zu Allah. Imam Shafi'i hat gesagt, Wallahi ma nazartu ahada illa wa tamannaytu an yujri Allahu azza wa jalla al-haqqa ala lisani. Allahu akbar. Bei Allah, ich habe nie mit jemandem debattiert, außer dass ich mir gewünscht habe, dass Allah Ta'ala die Wahrheit durch ihn zum Vorschein kommen lässt. Es geht nicht darum, dass meine Position die richtige ist. Es geht darum, dass ich am Ende wohin gelange, dass ich am Ende zur Wahrheit gelange. Jemand, der diese Einstellung macht, subhanallah, mit Allah zu erreichen. Leider gibt es, subhanallah, auch gerade einige Muslime, die neu anfangen zu praktizieren und die sich dann auch dafür entscheiden, nach Wissen zu streben, die diese falsche Einstellung haben. Sie lernen ein bisschen und fangen dann an, mit Leuten zu diskutieren. Und denken, sie sind die größten Gelehrten, weil sie ein paar Hadithe auswendig gelernt haben. Und fangen dann an, über andere Gelehrte schlecht zu reden. Und gehen dann teilweise auch sogar auf Imame in der Moschee zu. Nicht um von ihnen etwas zu lernen, sondern mit einer vorgefertigten Meinung. Und sie wollen einfach nur überprüfen, hat der Imam meine Meinung oder nicht. Wenn er sie hat, dann sind sie froh, Alhamdulillah. Und wenn nicht, dann fangen sie an, ihn zu kritisieren. Das heißt, sie gehen und stellen eine Frage, aber nicht mit der Absicht, um wirklich sich Wissen anzueignen, sondern mit der Absicht, um einfach die eigene Meinung durchzusetzen. Und zu debattieren und zu diskutieren. So jemand wird sich niemals entwickeln. Gerade wenn du am Anfang bist, solltest du offen sein. Und solltest versuchen, von allen zu lernen. Und hier wird noch einmal etwas sehr, sehr deutlich, ja, dass, wie gesagt, es immer darum geht, dass ich als Muslim versuche, mir nützliches Wissen anzueignen. Und was ist nützliches Wissen? Nützliches Wissen ist das Wissen, was dazu führt, dass ich Allah Ta'ala näher komme. Und unnützes Wissen ist jenes Wissen, was dazu führt, dass ich Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht näher komme. Diese Leute, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kamen, wie unter anderem ein Mutter und Hals, sie hatten Wissen gehabt, aber hat ihnen dieses Wissen etwas genutzt? Nein. Und es gibt Menschen, subhanallah, die haben vielleicht nicht so viel Wissen. Aber sie kommen trotzdem in ihrem Leben unglaublich weiter, gerade auch in ihrer Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau aus diesem Grund hat unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht gesucht bei Allah für unnützes Wissen. Allahumma inni a'udhu bika min ilmi la yanfa. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, was keinen Nutzen hat. Strebe immer nach nützlichem Wissen. Immer nach Wissen,
was dich in deinem Iman stärkt. Nach Wissen, was dein Charakter formt. Nach Wissen, was dich in deiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala weiterbringt. Sobald du das Gefühl hast, und wir jetzt hier wirklich auch konkret um islamisches Wissen, über islamisches Wissen, sobald du das Gefühl hast, dieses Wissen führt nur dazu, dass ich die ganze Zeit mit Leuten diskutiere, dass ich mich die ganze Zeit mit Brüdern streite, dass ich die ganze Zeit über Gelehrte schlecht rede, die ganze Zeit über die Moscheen herziehe, die ganze Zeit immer nur sage, das sind Muslime, das sind keine Muslime, nichts anderes zu tun habe, als zu sagen, wer Herrscher ist ein Muslim, wer Herrscher ist ein Kafir. Wenn du dieses Wissen haben solltest, dann solltest du deine Strategie ändern. Weil das ist unnützes Wissen. Das ist Wissen, was dich von Allah wegführt. Und nicht Wissen, was dich Allah subhanahu wa ta'ala näher gebracht hat. Dann, nach dieser Ehe, sagt Allah ta'ala, und er beschreibt jetzt weiterhin ihren Zustand. Sie kommt zum Propheten mit der Absicht, mit ihm zu debattieren, mit ihm zu diskutieren, ihn herauszufordern. Und jetzt beschreibt er, wie sie das tut. An al-yamini wa al-shimani azim. Rechts und links in Gruppen aufgeteilt. Was heißt das Wort azim? Azim ist der Plural von Iza. Ist der Plural von Iza. Und al-izatu ist al-firqatu min al-nas, eine Gruppe von Menschen. Es wird auch in einem Hadith dieses Wort benutzt, in einem anderen Kontext, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es bei ihm ein Muslim vorfinden, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma bi arakum rafi'i aydikum ka'anha afnam khayrin shums. Was ist das? Ich sehe, wie ihr im Gebet eure Hände hebt. Ja? So wie die Schwänze von Pferden. Uskunu fi salah. Seid ruhig im Gebet. Was meinte der Prophet zusammen? Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich will es gut erwähnen. Das heißt, im Gebet soll ich meine Hände nicht hochheben. Also wenn ich zum Beispiel im Sitzen bin, dass ich meine Hände nicht hebe. Oder wenn ich Salam mache, manche machen was? Sie wenden ihre Hände mit ihrem, sozusagen Kopf. Dann Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Das soll man nicht machen. Ja? Und dann, ja? Einmal kam er und er sagte, die Leute gebetet haben, aber nicht in einer Reihe, sondern so in Grüppchen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ma li arakum izin. Was ist, dass ich euch so in kleinen Gruppen sehe? Also er benutzte genau dieses Wort, was Allah ta'ala hier in dieser Ayah benutzte. Und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu inda rabbiha. Wollt ihr euch nicht in eine Reihe aufstellen, genauso wie die Engel bei ihrem Herrn? Ulna al-bala ya Rasulallah. Ja, Rasulullah, wa kayfa tasuffu al-malaikatu inda rabbiha? Und wie stellen sich denn die Engel bei ihrem Herrn in eine Reihe? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und die Monatsufufe uwala wa yatarasuna fissuf. Ja, sie füllen erst einmal die Forderung ein, ganz, ganz wichtig. Ja, auch für Brüder muss ich immer wieder, das jetzt natürlich dieses Abstand, aber grundsätzlich auch bei Abstand achte ich darauf, ja, dass zumindest auch mit diesem Abstand dann die Reihen gefüllt sind. Und dass ich nicht sozusagen nicht einfach eine neue Reihe bilde, obwohl noch in den vorderen Reihen Platz ist. Ja, wo ja da war es so, ja, und sie stehen nebeneinander. Das geht jetzt natürlich nicht wegen Corona, aber grundsätzlich, ja, sollte man das dann natürlich so machen. Und hier, subhanallah, diese Ehe, die den Zustand dieser Glaubensverweigerer aufzeigt, dass sie versucht haben, in Gruppen sich um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu versammeln. Und jede Gruppe hat versucht, in ihrer eigenen Art und Weise, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herauszufordern. Was lernen wir daraus? Erst einmal, was ganz wichtig ist. Jemand, der die Wahrheit möchte, muss auch bereit sein, sich mal von seiner Gruppe, mit der er zusammen ist, zu trennen. Um einfach mal Klarheit zu bekommen. Es gibt viele Leute, die sind in irgendwelchen Gruppen. Ob es islamische Gruppen sind oder auch nicht islamische Gruppen. Und durch diesen Gruppeneinfluss hast du manchmal überhaupt keine Möglichkeit, klar zu denken. Und diese Gruppe zieht sich immer mehr mit, sodass du irgendwann einmal in einer Blase lebst und nicht mehr bereit bist, offen zu sein für irgendetwas Neues, für irgendeine andere Meinung. Sobald jemand mit einer anderen Meinung kommt, was ist? Das kann nicht richtig sein. Versuch einfach mal einen Schritt zurückzutreten und einfach mal offen zu sein, auch für welche andere Meinung, gerade auf inner-islamische Meinung. Aber auch für Leute, die nicht praktizieren, ist es unglaublich wichtig. Wenn ich immer die ganze Zeit mit schlechten Menschen umgeben bin, oder von schlechten Menschen umgeben bin. Ich habe schlechte Freunde.
Wie soll ich dann die Möglichkeit finden, die Wahrheit zu erkennen? Meine schlechten Freunde werden mich immer mit mir ziehen. Weil die Gruppe hat Einfluss auf mich. Ob ich es will oder nicht. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Der Mensch erlebt die Religion seines Khalils und seines engen Freundes. Soll man schauen, wie man sich zum engen Freund nimmt. Pass auf, mit wem du zusammen bist, mit wem du deine Zeit verbringst. Weil wenn du die Wahrheit praktizieren möchtest, dann musst du auch bereit sein, dich von diesen schlechten Einflüssen zu verändern. Es geht nicht anders. Die Sahaba haben das gemacht. Sie hatten auch Freunde gehabt in der Jahiliyya. Und sie haben sich von ihren Freunden getrennt, wenn diese Freunde nicht mit ihnen gehen wollten. Ja, sie haben sich sogar von ihren eigenen Familien getrennt, wenn die Familien das nicht akzeptiert haben und sich gegen sie gemacht haben. Es ist nicht immer einfach. Ich muss bereit sein, ein Opfer dazu. Ich muss bereit sein. Und manchmal ist dieses Opfer ein Freundeskreis. Manchmal ist dieses Opfer ein Freundeskreis. Und wie viele junge Muslime, aber auch ältere Muslime, haben es nicht geschafft, standhaft zu bleiben, weil sie nicht bereit gewesen waren, sich von ihrem Freundeskreis zu trennen. Das ist leider so. Dann ebenfalls etwas, was wir aus dieser Beschreibung des Zustandes nehmen, wie die Kuffar, die Muschrikun sich um ihn versammelt haben, in kleinen Grüppchen. Und zwar, ich finde es sehr interessant, wie der Allah das beschrieben hat. So als würde es sehr unterschiedliche Arten von Irrlehre geben. Jede dieser Gruppe hatte ihre eigene Intention gehabt. Jede dieser Gruppen hatte ihren eigenen Grund gehabt, warum sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgelehnt haben. Und das lehrt uns was? Die Wahrheit ist ein. Aber von der Unwahrheit, vom Batil, gibt es sehr, sehr viele Arten. Es gibt nur eins, nur ein einziger, nur einen geraden Weg. Aber es gibt sehr, sehr viele Arten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat er gemacht. Er hat eine Linie in den Boden gezeichnet und hat gesagt, das ist der Weg raus. Um den wir Allah jeden Tag bitten, ich gehe noch so laut und muss doch ihm leiten uns den geraden Weg. Und dann zeichnete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Linien an der rechten und der linken Seite dieser Strahls. Und er sagte, hadihi subul. Und das sind Abzweige. Abwege. Wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayh. Und an jeder dieser Abzweigungen befindet sich ein Shaytan, der die Menschen zu diesem Weg eingeht. Subhanallah. Der Shaytan, er hat sehr, sehr unterschiedliche Wege, um die Menschen wegzubringen. Vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen musst du auf der Hut sein und aufpassen. Dann ebenfalls, was wir aus dieser Ayah entnehmen können, ist der Sabr und die Geduld, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam haben ist. So unterschiedliche Gruppen. Alle versuchen, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu bekämpfen. Und genau dasselbe haben wir auch heutzutage. Subhanallah, die Muslime, sie werden nicht von nur einer Seite bekämpft, sie werden von vielen Seiten bekämpft. Sie haben viele Fronten, mit denen sie zu kämpfen haben. Sehr unterschiedliche Gruppen, welche versuchen, die Muslime zu bekämpfen. Ob von rechts oder von links, Subhanallah. Man ist irgendwie immer so, ja, zwischen allen Fronten, wird von allen Seiten angegriffen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Subhanallah, hat es sehr schön beschrieben. In einer Überlieferung, was auch am jüngsten Tag oder vor dem jüngsten Tag geschehen wird. Ups, ich hab das gar nicht benutzt hier. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wa sallam, yushaku an tada'a alaikum al-umam, kama tada'a al-akalatu ila qasatiha. Es wird nicht mehr lange sein, bis die Völker, die Nationen sich über euch schützen werden. Jede Gruppe, ne, stützt sich auf euch. Genauso wie eine Gruppe von Hungrigen, die sich auf eine Schüssel voller Essen stürzen. Ja? Und deswegen, ich muss auf der Hut sein als Muslim. Und ich muss wissen, ja, es gibt nicht nur einen Feind, es gibt viele Feinde, die versuchen, auch mich als Muslim in meinem Islam anzugreifen. Genauso wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala aufgezeigt hat, wie sie zum Propheten kommen, mit der Absicht, um ihn zu verspotten, dass sie sich um ihn versummelt haben, verschiedene Gruppen, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam trotz alledem standhaft geblieben ist, zeigt er jetzt auf, was sie für eine Haltung hatten und was der Grund ist, warum sie eigentlich nicht bereit gewesen sind,
die Rechtleitung zu befolgen. أَيَطُمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Begehrt etwa jeder Mann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Mit anderen Worten, glauben sie etwa nur, weil sie die Quraysh sind und weil sie eine bestimmte Position haben in der Gesellschaft, dass sie deswegen das Recht haben und das Vorrecht haben, das Paradies zu betreten? Nur weil du in der Dunya eine hohe Stellung hast, heißt es noch lange nicht, dass du bei Allah Ta'ala eine hohe Stellung hast. Glaubt das ja nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, bei Allah. Aber der Mensch, er kommt schnell auf diesen Gedanken, weil es mir gut in der Dunya geht, muss es mir auch gut bei Allah gehen. Da ist Allah sicherlich mit mir zufrieden. Aber es ist nicht so. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten zusammen. Es kam ein Mann vorbei, der sehr reich war, sehr angesehen. Und dann fragte er die Sahabe, was würdet ihr über solch einen Mann sagen? Und sagt, das ist jemand, wenn er ein Wort einlegt, ja, dann wird sozusagen das akzeptiert und angenommen. Wenn er Fürsprache macht, dann lässt man ihn gewähren. Und wenn er heiraten möchte, dann gibt man ihm seine Tochter zur Frau. Okay. Dann kam ein anderer Mann, ein ganz einfacher. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt, was sagt ihr über ihn? Und sagt, das ist jemand, wenn er was sagt, hört keiner auf ihn. Und es ist jemand, der, wenn er heiraten möchte, keiner gibt ihm seine Tochter zur Frau. Und meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich jetzt die Überlieferung richtig im Sinn habe, oder ungefähr wie er es sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass dieserjenige eine viel höhere Stellung hat als der andere und viel mehr wert ist und viel schwerer ist in der Waage als derjenige, von dem geglaubt wird, dass er eine gewisse Stellung hat. Wallahi, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, diese Dunya hat bei Allah keinen Wert. Hätte sie einen Wert bei Allah Ta'ala, dann wäre es so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, مَسَّقَ الْكَافِرَ مِنْهَا شُرُبَةَ مَا. Dann hätte er einem Ungläubigen nicht einmal einen Schluck Wasser gewährt. Aber sie haben geglaubt, und das ist Rurur, nennt man das, Einbildung, nur weil wir diese Stellung haben, müssen wir auch dieses Vorrecht haben im Jenseits und jeder von uns wird das Paradies betreten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er antwortet jetzt darauf mit der nächsten Ayah, welche beginnt mit dem Wort Kella. Keineswegs, so ist es nicht. Es ist nicht so, wie sie glauben. Weil die Maßstäbe im Akhirah andere Maßstäbe sind als in dieser Dunya. Die Maßstäbe im Akhirah sind der Iman und die guten Taten. Der Maßstab in der Dunya ist ein anderer. Wir wissen, Macht, Geld, das sind die Maßstäbe in der Dunya. So erlangst du Ansehen. Aber die Maßstäbe bei Allah Ta'ala sind einfach nur zwei, ganz einfach. Iman und Amal Salih. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Der edelste bei eurem Herrn ist derjenige, der am gottesfürchtigsten ist. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, kalla, keineswegs. Weil am Ende sind alle Menschen gleich. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen. Aus einer Nutfe, aus einem Samentropfen. Das ist alles. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen mir und dir. Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Herrscher und zwischen einem Bediensteten oder einem Sklaven. Wir sind alle gleich erschaffen worden. Und dementsprechend ist das nicht der Maßstab bei Allah Ta'ala. Denn der Maßstab ist das, was in deinem Herzen ist und sind deine guten Taten, wie wir es gerade gesagt haben. Du denkst zwar, das sei der Maßstab, aber es ist nicht so. Es ist ein Trugschluss. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Warum sagt das Allah Ta'ala? Um ihn nochmal klar zu machen, ihr seid doch nichts wert. Denkt doch mal nach, woher ihr kommt. Schaut doch mal, wie schwach ihr seid. Glaubt ihr, dass es wirklich darauf ankommt, dass ihr ein Vorrecht habt, obwohl ihr genauso erschaffen wurdet wie jeder andere? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Allahu Akbar. Was für Verse. Verse, die diesen hochmütigen Mushrikun, welche den Propheten sallallahu alaihi wasallam herausfordern wollten, regelrecht eins auswischten. Die noch aufgezeigt haben,
wer sie eigentlich wirklich sind. Und dass es keinen Anlass für sie gibt, hochmütig zu sein. Und dass, wenn Allah gewollt hätte, er sie einfach hätte austauschen können. Und deswegen Allah Ta'ala, er schwört jetzt einen gewaltigen Schwur. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Nein. All das, was sie behaupten, ist falsch. Darum geht es nicht. Sondern es geht um was anderes. Ich schwöre beim Herrn, der Osten und der Westen im Plural, wir haben für wahr die Macht dazu. Wozu? عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ, dass wir sie durch Bessere als sie austauschen. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, und niemand kann uns zuvorkommen. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört im Koran bei den Osten und den Westen im Plural. Al-Mashariq wal-Maghrib. An anderer Stelle, und zwar in Surat al-Rahman, schwört Allah Ta'ala bei den beiden Osten und bei den beiden Westen. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Oder er schwört nicht, sondern er erwähnt, dass er der Herr der beiden Westen ist und der beiden Osten ist. Und in Surat al-Muzammil sagt Allah Ta'ala Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Der Herr des Ostens und der Herr des Westens. Warum? Was ist jetzt der Unterschied? Im Grunde genommen ist es kein wirklicher Unterschied. Weil wenn Allah Ta'ala sagt, er ist der Herr des Ostens und des Westens, dann meint er damit ebenfalls was? Die gesamte Welt. Dort, wo die Sonne aufgeht und dort, wo die Sonne untergeht. Und wenn Allah Ta'ala sagt, der Herr der beiden Westen und der beiden Osten, dann meint er den Osten und den Westen jeweils im Winter und im Sommer. Und wenn er sagt, die Mashariqi und die Magharib, dann meint er den Osten und den Westen an jedem Tag des Jahres. Weil in jedem Tag des Jahres geht die Sonne an einem anderen Ort auf und geht die Sonne an einem anderen Ort unter. Und alles deutet worauf hin? Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr dieses gesamten Universums ist. Und Allah ta'ala, er schwört jetzt bei seiner Allmacht. Wir haben für wahr die Macht dazu. Wozu, ja Allah? Und zwar, dass wir sie austauschen durch etwas Besseres, durch bessere Menschen. Und niemand kann uns zuvorkommen. Wenn wir wollten, könnten wir sie alle austauschen. Im selben Moment. Und das muss mir als Muslim zum Nachdenken bringen. Mich zum Nachdenken bringen. Ich muss immer wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er könnte, wenn er wollte, mich austauschen. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich wurde auserwählt. Schon alleine vor meiner Geburt wurde ich auserwählt. Von Abermillionen von Samenzellen hat Allah subhanahu wa ta'ala dich auserwählt. Das hätte jemand anderen sein können, oder? Aber Allah hat dich auserwählt. Hätte er nicht jemanden anderen auserwählen können als dich, du wärst vielleicht gar nicht existent. Stell dir das mal vor, subhanallah. Und wir sind als Menschen undankbar. Ah, mir geht's so schlecht. Allah hat dir Leben gegeben. Unter Milliarden von anderen Menschen, die hätten erschaffen worden können, hat Allah dich auserwählt und dir Leben gegeben und dich geehrt. Sonst wärst du einfach nur ein Samentropfen geblieben. Nicht mehr und nicht weniger. Subhanallah, stell dir das mal vor. Wie gnädig Allah ist, Allah hat dich auserwählt. Aber Allah Ta'ala kann dich auch jederzeit austauschen. Was bedeutet das für mich als Muslim? Was sehr wichtig ist. Und zwar, wenn ich Gutes tue, dann tue ich Gutes für mich selbst. Ich tue nicht Gutes für Allah. Allah braucht mich nicht. Allah könnte mich jederzeit austauschen. Allah braucht keinen einzigen von uns. Und deswegen warnt Allah Ta'ala uns, indem er nämlich sagt, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِ الْقَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُوا أَمْثَالَكُمْ. Und wenn ihr euch abwendet, wird er austauschen mit einem anderen Volk, das nicht so sein wird wie ihr. Wenn ich also etwas Gutes tue, dann muss ich Allah danken, dass er mich auserwählt hat, dass ich etwas Gutes tun kann. Wenn ich etwas für den Islam tun darf, dann muss ich Allah danken und sagen, ja Allah, Alhamdulillah, dass du mich auserwählt hast, dass ich diese gute Sache tun darf. Wenn ich aufgerufen werde zum Guten, dann muss ich Allah danken, dass ich aufgerufen wurde und nicht jemand anderes. Weil Allah Ta'ala nämlich Gutes mit dir vorhat. Und deswegen, es gibt Gnaden, die Allah Ta'ala manchen Menschen gibt, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat.
die du nur so lange bekommst, solange du sie nutzt für etwas Gutes. Sobald du sie nicht mehr nutzt für das Gute, nimmt Allah Ta'ala diese Gnade von dir weg und gibt sie jemandem anderen. Das ist wirklich so, subhanallah. Ich habe euch mal erzählt von einem Bruder. Mir ist unglaublich, ja. Er meinte zu mir, ich hatte einen Friseursalon und ich habe die ganze Zeit meine Familie im Libanon unterstützt. Mit diesem Geld. Und an dem Tag, wo ich aufgehört hatte, sie zu unterstützen, habe ich diesen Friseursalon verloren. Ich habe den Vertrag nicht verlängert bekommen und ich musste raus. Zeitgleich habe ich in diesem Hadith gesagt, das ist wirklich so. Manchmal gibt dir Allah eine Sache, damit du dann Gutes tust. Und wenn du sie nicht nutzt für diese Sache, dann wird sie Allah nehmen und jemandem anderen geben, damit er weiterhin das Gute tut. Und deswegen sei dankbar, wenn du Gutes tun kannst. Sei dankbar, wenn du in der Moschee aktiv sein kannst. Sei dankbar, wenn du diesen Weg gehen kannst. Sei dankbar, wenn du spenden kannst. Sei dankbar, wenn du dich in der Gemeinschaft engagieren kannst. Weil wenn du es nicht tust, dann kommen andere. Und sie werden es tun und sie werden dankbar sein, dass sie es tun durften. Und deswegen gibt es dieses schöne Dua, was immer die Gelehrten uns beigebracht haben. Allahumma sta'mina wa la tastabdilna. O Allah, mache uns zu einem Werkzeug für dich und tausche uns nicht aus. Was macht ein Handwerker, wenn sein Werkzeug nicht mehr funktioniert? Was macht er? Er tauscht es aus, oder? Wenn ich merke, oh, das geht nicht mehr. Der Schraubenzieher, der ist irgendwie, weiß ich nicht, verwirkt oder wie auch immer, ja, stumpf geworden. Dann kaufe ich mir einen neuen. Ich schmeiß ihn weg. So einfach ist das. Und wir sind nichts anderes als Werkzeuge. Wir sind nichts anderes als Werkzeuge. Deswegen lasst uns, inshallah ta'ala, immer dankbar sein, wenn wir was Gutes tun können. Und daran festhalten, auf das Allah ta'ala uns nicht austauscht. Dieses Alla an nubaddila khayran minhum kann auch noch eine andere Bedeutung haben, wie es die Mufassirun gesagt haben. Und zwar, die zweite Bedeutung von Alla an nubaddila khayran minhum, dass wir sie durch bessere als sie austauschen, ist gemeint, dass Allah Ta'ala die Fähigkeit dazu hat, am jüngsten Tag die Menschen auszutauschen. Das heißt, dass ihr Körper am jüngsten Tag ein noch besserer Körper sein wird als in dieser Dunya. Was ist damit gemeint? Allah Ta'ala, er will ihnen aufzeigen, genauso wie ich dich jetzt erschaffen habe in dieser Dunya, kann ich dich noch ein zweites Mal erschaffen. Und zwar auf eine andere Weise und eine noch bessere Weise. Und deswegen, am jüngsten Tag gibt es keinen Tod. Guck mal, in dieser Dunya, was ist, wenn ich in dieser Dunya mich verletze oder von einem Auto angefahren werde? Ich kann sterben, oder? Ich kann mir ein Bein brechen oder ich kann ein Bein verlieren oder querschnittsgelähmt sein. Am jüngsten Tag wünschst du dir zu sterben und du kannst nicht sterben. Es geht nicht. Dein Körper lässt es nicht mehr zu, dass du stirbst. Wenn du am jüngsten Tag nochmal auferstehen wirst, wirst du nicht mehr sterben können. Und viele Menschen werden sich wünschen zu sterben, aber können es nicht. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Und der Tod kommt von jeder Seite, aber er ist nicht tot. Er sagt, ja Allah, ich will sterben, lass mich sterben. Gibt es nicht. Es gibt nur diesen einen Tod, خلاص, das war's. Und deswegen, عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ. Ja, ihr werdet auferstehen. Und das zweite Mal wird euer Körper so sein, dass er sogar die Strafe in der Hölle ertragen kann. Und deswegen, die Menschen am jüngsten Tag, sie werden riesig sein. Und die Höllenbewohner werden noch größer sein als die Paradiesbewohner. Warum? Damit sie der Strafe oder die Strafe im Höllenfeuer überhaupt ertragen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon bewahren. Sie ist Adhan, inshallah. Nach dem Adhan machen wir noch weiter. Bi'izna. Das ist so schön. Dachal luqta. لا بتصلوا مباشرة لا بتصلوا مباشرة أنتم لا لا 10 دقائق إن شاء الله كم هذا pausieren das Video hier oder geht nicht لا 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 الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله Thank you.
Mohammed und Rasul al-Fadila. Wir noch 5 Minuten weiter anschauen, dann beten wir. Versuchen aber vor dem Gebet abzuschließen, inshallah ta'ala. Kommen wir zu den letzten 3 Ayat, die im Grunde genommen eine Einheit darstellen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch in der Ayat davor, und niemand kann uns zuvorkommen, wa nahnu bi masbuqin, mit anderen Worten, niemand kann verhindern, dass wenn wir jemanden austauschen wollen, dass wir ihn nicht austauschen. Allah ta'ala, er ist der Allmächtige. Und jetzt kommen die letzten 3 Ayat, welche im Grunde genommen nichts anderes sind als eine Androhung. Eine Androhung, dass sie auferstehen werden. Das eigentliche Thema der Sura, dass sie nämlich verneint haben, aufzuerstehen und dann auch eine Strafe zu erhalten. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ. So lassen sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, mit solchen Leuten zu diskutieren. Sondern lass sie einfach ihren Weg gehen. Du kannst diese Menschen ohnehin nicht erreichen. Und jetzt die letzten beiden Ayat, wo nochmal beschrieben wird, was dann an diesem Tag geschehen wird. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. Was bedeutet das? Allah Ta'ala, er beschreibt ganz konkret, was an diesem Tag geschehen wird. Nämlich, die Menschen werden auferstehen und sie werden sich beeilen, genauso wie sie sich beeilt haben in der Dunya, um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu verspotten. Und dann beschreibt er das, was sie machen werden. Und zwar, sie werden so rennen, genauso wie sie zu ihren Götzen gerannt sind, um diese anzubeten. Musub kommt von etwas, was ich aufstelle, um es anzubeten. Und dann zeigt Allah Ta'ala ihren Zustand auf. Und zwar die Strafe, die sie erlangen wird, nach der sie gefragt haben. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ. Mit demütigem Blick, bedeckt mit Erniedrigung. In der Dunya waren sie hochmütig. Im Akhir sind sie erniedrigt. ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. Genauso wie du dich verschuldet hast, wirst du es auch bekommen. Wenn du in der Dunya hochmütig warst, wie wirst du im Akhir sein? Erniedrigt. Und deswegen Allah Ta'ala, er beschreibt die Hochmütigen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt, dass diejenigen, die hochmütig sind, am jüngsten Tag wie kleine Zwerge sein werden. Die Menschen werden sie übersehen, sie werden regelrecht auf ihnen herumtrampeln. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt über denjenigen, der die Zakat nicht zahlt. Was ist mit demjenigen, der die Zakat nicht zahlt? Der Gold und Silber hat aber die Zakat nicht zahlt. Was wird mit demjenigen sein? Was wird er für eine Strafe bekommen? Wir haben das sowohl im Koran als auch in der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass diejenigen, die Gold und Silber haben oder einen Schatz haben und ihn nicht und keine Zakat zahlen, dass dieser Schatz am jüngsten Tag zu einer Schlange wird. Und sie wird sich um ihn schlingen. Und sie wird ihn dann mit ihrem Maul erfassen und zu ihm sagen, ana maluk, ana kenzuk, Allahu akbar. Ich bin dein Vermögen, was du haben wolltest. Jetzt hast du mich. Du wirst dich nicht lieber los. Jetzt hast du mich, aber du wirst mich nie wieder los.
Ana kenzuk, ich bin dein Schatz. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, dass am jüngsten Tag diejenigen, die Gold und Silber gehortet haben, was bekommen werden? Das Gold und Silber, es wird zu Platten, die erhitzt werden und ihre Seiten und ihre Gesichter werden dann gebügelt. Kemma tadinu tudan. Subhanallah, kemma tadinu tudan. Ja, du hast die Strafe verleugnet, hast dich lustig gemacht. Du warst hochmütig gewesen. Am jüngsten Tag wirst du erniedrigt sein. Denke immer daran. Du kriegst alles zurück. Egal, was du getan hast in dieser Dunya, du wirst es zurückbekommen. Umgekehrt genauso. Hast du Gutes getan, wirst du es auch zurückbekommen. Diejenigen, die Adhan gemacht haben, wie Ammi Abul Qasim, ja, machen Adhan, mashallah. والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. سبحان الله. هي جزاء الإحسان إلا الإحسان. Genau umgekehrt, subhanallah. Ja, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der Adhan ausgerufen hat, der wird am jüngsten Tag, weil er die Menschen gerufen hat, die längsten Hälse haben, den längsten Hals. Er wird über den Menschen stehen, subhanallah. Weil er die Menschen nämlich zu etwas Gutem aufgerufen hat. Die Menschen werden sagen, oh, Allahu Akbar, wer ist das? Und das muss ich wissen. Dass alles, was ich tue, ich werde es zurückbekommen, in irgendeiner Weise. Und damit schließt diese gewaltige Sura ab, Surat al-Ma'arij, ein sehr, sehr schönes Sura, subhanallah. Und ich bin überwältigt auch über die Schönheit dieser Sura und auch den Aufbau, wo sie so kurz ist, aber wie viele wichtige Informationen diese Sura uns mitgibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag zu jenen gehören lassen, welche genau diese Eigenschaften haben, wie Allah sie in Surat al-Ma'arij beschrieben hat, die Eigenschaft der Musallun, die Eigenschaft der Mu'minun. Und möge Allah uns davor bewahren, dass wir hochmütig sind und dass wir vom richtigen Weg abkommen. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته